Seid mir gegrüßt, verehrte Weltraumfreunde und Pioniere. Zu No Man's Sky. Hier waren wir lange nicht mehr aktiv gewesen, beziehungsweise ich. Und ich dachte, jetzt muss ich doch mal wieder No Man's Sky zocken. Es ist ja ein geiles Spiel, ne? Und ja, wir haben gerade die Gelegenheit, die Gemeinschaftsmissionen nachzuholen, beziehungsweise einige davon. Und ich habe mir Exobiologie vorgenommen. Minus 96 Grad. Das sieht nicht sehr gemütlich aus, ne? Ja, wir versuchen natürlich erstmal so schnell wie möglich zu unserem Raumschiff zu kommen. Aber ihr kennt das ja schon. So startet jede Expedition. Ist ja auch einiges an Neuerungen dazu gekommen. So einige Updates und Patch. Ist zwar nicht Bestandteil dieses Videos, ihr kennt ja meine Impressionsreise, aber wir kriegen schon einiges davon mit. Erste Rohstoffe sammeln, ja, man kennt das ja. Ja, da ist auch einiges an Feinschliff dazugekommen. Inventar wurde vergrößert, sind auch neue Elemente dazugekommen. Und hauptsächlich ist das für Konsolenspieler interessant, dass die jetzt auch in den Genuss vom No Man's Sky kommen. Wie Switch, glaube ich, und da sollen noch andere Konsolen dazukommen. Allerdings ohne Mehrspielmodus, aber naja. Man kann nicht alles haben, ne? Ja, man sieht auch, da stehen auch ein paar andere Raumschiffe von Spielern, die auch gerade anfangen wie ich. Und da ich Exobiologie als Gemeinschaftsmission nicht mitbekommen habe, dachte ich, das ist doch eine Gelegenheit. Ne, so die Missionen wie Polestar und so, die habe ich euch ja gezeigt. Die haben wir ja zusammen gemacht. Genauso wie Leviathan. Ja. Müssen erstmal unser Raumschiff startklar bekommen, Ressourcen sammeln und so weiter. Aber ihr kennt ja meine Videos, das kürzt sich natürlich ab. Mit No Man's Sky kann man sich stundenlang befassen. Aber wenn ich euch da alles zeigen würde, ne, dann würden euch eher die Füße einschlafen. Was haben wir denn da entdeckt für ein merkwürdiges Weltraumwesen? Verweile hier nicht, okay. Haben wir auch nicht vor.
ja, welche Bewandtnis diese Begegnungen haben, weiß man nicht immer. Ne? Das ist manchmal ist No Man's Sky auch ein bisschen rätselhaft. Und das ist auch gut so. Ja, ich habe erstmal mein Äußeres ein bisschen verändert. Modifiziert, könnte man so sagen. Ich habe immer am liebsten diesen Anzug an. Humanoid. Obwohl die anderen Gestalten auch sehr, sehr gut aussehen. So ist es nicht. Die anderen Völker. Ne, die Kovacs zum Beispiel, die mache ich auch gerne. Ist auch eigentlich meine Lieblingspartei, wenn man so will. Ja, in Exobiologie, wer hätte das gedacht, geht es viel um Tiere und Begleiter. Da sind die Missionen, Aufträge sehr nahe dran, um dieses Thema herum. Und ich finde das cool. Ich habe mir gerade gleich diesen Dinosaurier hier geschnappt. Vor allen Dingen interessant, dass auch neue Kreaturen dazugekommen sind, weil das war ja oft so, wenn man andere Planeten besucht hat, sahen die Viecher doch ziemlich gleich aus, obwohl sie sich da algorithmisch per Zufall zusammensetzen, genauso wie die Pflanzen, aber es sieht doch oft zu ähnlich aus und da haben sie auch ein bisschen rumgefeilt, dass man da auch das sieht ja auch kurios aus, dass man auch mal andere Tiere trifft. Auch riesige Tiere gibt das da und es ist schon spannend gemacht. Ja, einige Missionsaufträge, die macht man wirklich nebenbei. Manchmal braucht man auch nur in den Nexus fliegen und nimmt mal eine Mission an. Und mit Glück hat man denn schon ein, zwei Aufträge denn erledigt. Ohne, dass man sie vorher gelesen hat. Das sollte man eigentlich tun, ne, bevor man losfliegt. Eine ganze Schar. Sollte man sich eigentlich mal die Aufträge kurz mal durchlesen. Manchmal braucht man gar nicht so weit fliegen. Ne? Man denkt immer, oh, jetzt muss ich 10 Planeten weiterfliegen, um da die Aufträge zu erledigen. Aber das ist manchmal gar nicht so. Ne? Ne? Man muss zum nächsten Treffpunkt fliegen. Das ist klar. Aber ansonsten kann man auch meistens da, wo man ist, sehr viele Aufträge erledigen. Ja, und was machen wir? Wir sammeln Scheiße. Dinosaurierkacke. Hier müssen wir verschiedene, ja, Dunkproben sammeln, um da weiterzukommen. Ist auch eine Mission. Also wenn ihr denkt, ich habe nichts Besseres zu tun, als Scheiße zu sammeln. Nein, nein, das hat schon seine Bewandtnis. Also die sind schon cool gemacht. Mir gefallen die Dinos. Yista heißt er. Aha. Ein lebhafter Dinosaurier. Und wir sehen auch schon, wir müssen ihn natürlich versorgen. Und wir sehen auch, dass da ein Ei heranreift. Das ist auch ein Auftrag. Das gehört auch zu unserer Mission.
Aber zuvor muss ich Scheiße sammeln. Ja. Später müssen wir das Ei auch modifizieren. Ja, fördere das Legen eines Begleitereis. Da sind wir gerade bei. Zum ersten Treffen müssen wir noch. Aber wir haben da schon einiges erledigt. Ja, es dauert auch ziemlich lange. Das ist auch die Echtzeit. Das können wir nicht abkürzen. Also wir brauchen auch tatsächlich 24 Stunden, bis wir da weiterkommen. Ja, ich bin auch relativ spät eingestiegen. Ne, habt ihr ja am Anfang gesehen. Nur noch 8 Tage Zeit. Ne, ich hoffe, dass wir das da durchschaffen und dass ich das auch zeitlich kriege. Ja, und dann haben wir natürlich reichlich Gelegenheit. Wir müssen natürlich Rohstoffe sammeln und uns verbessern, Raumschiff ausbauen, Anzug ausbauen, das kennt ihr ja. Und das finde ich auch immer noch super, dass man jetzt die Fregatten auch am Planeten sieht, beziehungsweise ihr Vorbeiflug. Das ist ja auch mal neu eingeführt worden und so. Das finde ich schon sehr gut. Jetzt geben Sie Gas. Jetzt gehen Sie auf Warp, würde Picard sagen. Ja, Rohstoffe, Rohstoffe, Rohstoffe. Sind auch einige neu dazugekommen, wie Basalt zum Beispiel, aber auch ganz viele verschiedene Gegenstände, wo ich jetzt auch nicht all die Bewandtnis weiß. Aber es macht Spaß, hier wieder bei No Man's Sky herumzutoben. Wirklich, da war ich lange draußen gewesen. Also, das ist, da musste ich echt kurz mal so nachdenken. Wie war jetzt noch die Steuerung? Wie ging das nochmal? Also, weil ich glaube, die letzte Folge hatte ich im Sommer gezeigt, glaube ich, ne? Ja. Hier sehen wir auch schon immer noch 12 Stunden. Immer noch 12 Stunden. Aber wir haben genug zu tun und können uns dann um die anderen Aufträge kümmern. Erreiche das zweite Treffen, habe das volle Vertrauen zum Begleiter, zähme einen Käferbegleiter, modifiziere ein Begleiterei, genau. Sachen, die wir schon abgehakt haben. Entdecke 4 fliegende Kreaturen. Na, das dürften wir wohl hinkriegen. Na, der sieht da auch geil aus, ne? Finde ich gut, dass sie die Kreaturen auch da so ein bisschen überarbeitet haben. Dass da auch mal andere Tiere vorkommen und nicht immer nur, ja, so die üblichen, die wir kennen. Auch die Unterwasserwelt. Sehr spannend gemacht, finde ich. Da haben wir auch noch eine Mission, wo wir ein Tiefseeungeheuer entkommen sollen.
Das erinnert mich an diese Riesenkrabben, die wir ja tatsächlich auf der Erde haben, die ja irgendwie aus Russland ursprünglich mal gekommen sind oder irgendwie so. Das sind ja auch wahre Monster. Also vom Aussehen, ne? Sie sind harmlos, aber. Ja, nebenbei besuchen wir auch mal wieder ein Community-Highlight. Das mache ich zwischendurch auch immer sehr gerne. Hier so eine Burg, die hier nachgebaut ist. Ne, das muss auch eine Wahnsinnsarbeit gewesen sein. Ne, mit den typischen Pop-ups. Ne, das ist, weil das Teil besteht aus so vielen Elementen, dass die Grafik manchmal ein bisschen braucht, um sich da aufzubauen. Aber das kennen wir ja. Ist ja auch nicht so weiter wild, wollte ich sagen. Hier, so eine Flugkreatur brauche ich eigentlich. Die hat sich hier verfangen. Und man kommt da nicht ran. Aber ich kann nicht mit dem Vieh kommunizieren. Beziehungsweise füttern. Da müssen wir nochmal schauen, dass wir vielleicht auf einem anderen Planeten mehr Glück haben. Ja, die Grafik arbeitet hier. Darum sind da auch immer wieder ein paar Ruckler drin. Na, ihr seht auch schon, ne, wie sich die Grafik da so aufbaut. Ne, das erfordert eine Menge Rechenpower. Und meine Grafikkarte ist ja nicht mehr die jüngste, ne? Also. Aber selbst Rechner, die mehr Power haben als mein Rechner, auch die haben hier Schwierigkeiten mit Pop-ups und so. Noch schlimmer ist das, wenn dann noch andere Spieler in der Nähe sind. Dann denkst du, oh Mann, das Spiel stürzt mir gleich ab. Aber das kennen wir ja schon von No Man's Sky. Das ist ja eigentlich auch gar nichts Außergewöhnliches mehr. Da war das eine Zugbrücke gewesen oder was war das eben? Aber irgendwie kam man da nicht durch. Aber der hat sich richtig Mühe gegeben, hier so eine Festung nachzubauen, ne? Und interessante Räume zu gestalten, ne? Das finde ich, das war mit Sicherheit eine Wahnsinnsarbeit gewesen, das hinzukriegen. Und darum gucke ich mir das auch zwischendurch immer gerne an. Und bei der Gelegenheit gucke ich auch immer, was für Planeten da in diesem System sind. Da haben wir schon unseren Käfer gefunden, den wir auch brauchen. Käferbegleiter. Ja, die nervigen Wächter, das kennen wir ja auch. Obwohl ich so das Gefühl habe. Oh, entdeckt. Schade. Ich dachte, dahinter sieht mich keiner. Nichts gefunden, halt. Das hat sich ja gelohnt. Ich glaube, sie haben das aber ein bisschen reduziert. Ja, das haben sie ein bisschen reduziert, weil man ist ja ständig vom Piraten und so angegriffen worden. Und das war ja schon eigentlich nicht mehr feierlich. Ne? Da haben sie so ein bisschen übertrieben. Ne?
Jawohl, unseren Käferbegleiter haben wir auch. Und das war's auch schon für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und Spaß gemacht. Dann sage ich Tschüss, bis zur nächsten Runde. Bleibt mir gewogen.